Hey, es ist mal wieder Zeit für ein neues Sample und heute zeige ich euch, wie ich diesen Melody Loop für unseren neuen Sample Pack Gorilla Pack Volume 1 gemacht habe und der klingt so. Als ersten Sound brauchen wir ein Piano und dafür gehen wir mal ganz kurz raus in unser Wohnzimmer, denn da steht ein echtes Klavier und das nehmen wir uns jetzt auf. Die Aufnahme haben wir jetzt hier in unserem Logic. Im ersten Schritt quantisieren wir uns die Aufnahme auf Achtel und dann klingt das erstmal so. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Sample-Charakter zu geben, pitchen wir jetzt das Audio mal 4 Halbtöne runter. Für das Processing fangen wir mit einem RC20 an. Basis ist das Vinyl 2 Preset. Da habe ich allerdings für den Noise den Follow voll reingedreht, dass der Noise wirklich auch immer nur dann gespielt wird, wenn Signal durchläuft. Dann haben wir natürlich ein bisschen Distortion, Reverb und da haben wir die Decay aber so ein bisschen kürzer gemacht, dass der nicht so lang nachhallt. Dahinter haben wir das Sample Delay, wo wir den linken Kanal einfach ein bisschen verzögert haben. Ziehen auch hier wieder mal das Signal ein bisschen auseinander, da wir jetzt nur eine Monoaufnahme haben und es ein bisschen breiter haben wollen. Ich spiele euch das Sample mal vor und schalte zwischendrin dann das Sample Delay ein, damit ihr hört, was da der Unterschied ist. Im nächsten Schritt printe ich mir das Signal nochmal zu einer neuen Audiospur und die geprintete Spur transponieren wir jetzt eine Oktave nach unten. Im nächsten Schritt habe ich mir einfach einzelne Akkorde aus der Progression rausgeschnitten und umgedreht. Für die Atmosphäre möchte ich mal wieder ein Vocal Sample. In dem Fall machen wir das auch wieder selbst und recorden uns das erstmal direkt wieder in die Sprachmemo-App von unserem Handy. Wow, 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 wow. Die Aufnahme haben wir jetzt auch hier wieder ins Logic gezogen. Fürs Processing haben wir als erstes einmal den Vocal Bender von Waves, wo wir die Formanten tatsächlich diesmal nicht runter, sondern ein bisschen hochpitchen, wobei aber der eigentliche Key vom Sample gleich bleibt. Dahinter haben wir einen EQ mit starkem Low- und High-Cut. Dahinter haben wir einen Valhalla Supermassive mit dem Preset Massive Vocal und haben auch den Mix auf 100% gedreht, damit eigentlich von dem Vocal gar nicht mehr so viel da ist, sondern einfach mehr ein Soundteppich mit sehr viel Atmosphäre. Das Vocal Sample haben wir jetzt nochmal als Stereospur geprintet, eine Oktave hoch transponiert und wenn wir das Ganze jetzt mit dem Piano zusammen abspielen, klingt das schon mal so. Um noch einen Ticken mehr Atmosphäre reinzubringen, habe ich hier von Arturia bei Analog Lab einen Sound gefunden, der klingt so. Und da haben wir einfach nur so ein paar einzelne Noten gespielt, die dann einfach sich ganz gut mit dem Piano ergänzen. Zum Abschluss will ich mal wieder checken, ob das Ganze so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Diesmal nehmen wir uns ein paar Drums und einen Bass aus dem Gorilla Pack Volume 1 und schauen mal, was rauskommt. Dann suchen wir uns als erstes einen Bass. Dafür gehen wir hier im Pack in den Bass-Ordner und suchen uns mal ein Sample. Nehmen wir uns das hier und ziehen das hier rüber in den Quick Sampler. Okay, jetzt brauchen wir noch ein paar Drums. Dafür gehen wir wieder hier auf unseren Sample Pack und schauen diesmal einfach direkt bei den Drum Loops nach.
möchte, glaube ich, direkt den ersten hier nehmen. Dann ziehen wir uns den in die Session. Dann müssen wir nur noch aufs Tempo vom Song bringen. Dann arrangieren wir ein kleines bisschen und dann klingt das Ganze so. Wenn euch das Sample und die Sounds gefallen haben, dann checkt unbedingt unseren neuen Sample Pack Gorilla Pack Volume 1 aus. Ich verlinke den mal hier unten in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was ihr braucht. Drum Loops, Drum One Shots, Melody Loops, Vocal Samples, Percussion, alles was ihr braucht. Checkt den gern mal aus und wenn ihr einen Beat damit macht und den irgendwo hochladet, taggt mich unbedingt, damit ich hören kann, was ihr draus gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video.